Hallo meine Lieben, heute habe ich eine Pflegeroutine am Morgen für euch. Sehe ich nicht wunderschön aus? Ja, frisch aus dem Bett aufgestanden, noch relativ müde, geht's ab ins Bad vor den Spiegel und das Erste, bevor ich dann mich ans Gesicht dran mache, sind die Haare. Die Haare erstmal kurz durchkämmen und zu einem Blut machen, weil die stören mich einfach bei meiner Pflege. Ja, irgendwas fehlt noch. Ich glaube, ich hole mir erstmal eine Tasse Tee zum Wachwerden. Die tut einfach verdammt gut. Ich liebe Tees im Herbst, im Winter. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sorte. Ich setze euch mal unten in die Infobox rein. Findet ihr im Rossmann und schmeckt super lecker und gibt einen super guten Energiekick für den Tag. Das Garnier Micellenreinigungswasser All-in-One ist das, was ich momentan am liebsten verwende. Es ist für Mischhaut und für empfindliche Haut. Ich gebe ein wenig auf ein Wattepad drauf und dann braucht die nicht unbedingt reiben, sondern verteilt es einfach im Gesicht und der Schmutz wird sozusagen ins Wattepad aufgesaugt. Es sieht natürlich nicht so appetitlich aus, total ekelhaft. Erstmal weg damit und ein zweites Wattepad sich nehmen. Und dementsprechend nochmal durchs Gesicht. Ich kann euch so viel sagen, es erfrischt, es tut verdammt gut aufzutragen und es entfernt wirklich sämtliches Make-up und reinigt euer Gesicht. Das Produkt, was wir jetzt benutzen, ist die Skin Perfection Tagescreme oder auch Abendcreme von L'Oreal. Die ist für Leute zwischen 20 und 30 sehr gut geeignet, also liege ich noch genau drin. Die trage ich aufs gesamte Gesicht auf. Sie riecht sehr gut, sie ist sehr angenehm, lässt sich gut verteilen und ergibt auch ein wunderschönes Feuchtigkeitsgefühl auf der Haut. Und ja, ich finde, ich fühle mich sehr wohl damit. Ja, jetzt müssen wir alles 5 Minuten einwirken lassen und diese Zeit nutzen wir, um unsere Zähne zu putzen. Das ist auch sehr wichtig am Morgen, bevor man dann aus dem Haus geht. Ich benutze die Colgate Original, falls es euch interessieren sollte. Das ist die, die uns beiden am besten schmeckt und ja, mit der wir einfach zufrieden sind. Naja, Zähneputzen ist nicht unbedingt so eine tolle Aktivität am frühen Morgen. Aber nun gut, das gehört nun mal dazu. Ab geht's, einmal ausspülen und trocken wischen. Die Lippenpflege ist auch sehr wichtig, besonders jetzt zur Herbstzeit. Die trockene Luft draußen, die warme Luft drin, lässt eure Lippen spröde wirken. Und da benutze ich den EOS Lip Balm in der Duft- und Geschmacksrichtung Raspberry. Und das war's schon. Jetzt nehme ich mir meinen Tee und ab geht's und ich mache mich komplett fertig für den Tag und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war meine momentane Herbstpflegeroutine, die ich natürlich nur morgens durchführe. Am Abend mache ich es noch ein wenig anders, aber wenn ihr Lust habt, das auch noch zu sehen, dann hinterlasst es mir doch einfach mit einem Daumen nach oben oder mit einem Kommentar, bitte ja, eine Abendpflegeroutine, dann drehe ich die natürlich auch noch gerne für euch ab. Ansonsten war es eine ganz simple, einfache Routine, die momentan für mich sehr effektiv ist und ich fühle mich echt verdammt gut und wohl und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und was mich auch interessiert, wie so eure Pflegeroutine im Moment ausschaut. Habt ihr so eine spezielle Herbstpflegeroutine oder ist die im Jahr immer die gleiche oder wie schaut es einfach bei euch aus? Das interessiert mich, lasst es mich daher gerne unten in der Kommentarbox wissen. Schaut bei diesen beiden Videos noch vorbei, die sind auch sehr, sehr, sehr cool. Verlinkt auch nochmal unten in der Infobox. Und falls ihr es mitbekommen habt, mein Kanalbanner hat sich verändert. Ihr bekommt jetzt jeden Samstag von mir ein neues Video hier auf meinem Kanal. Ich habe da so ein bisschen umstrukturiert und ihr könnt ja einfach mal sagen, wie euch dieser Kanalbanner gefällt und was ihr zu dem Tag Samstag sagt, ob das ein guter Tag ist zum Video hochladen. Lasst es auch mich gerne wissen, damit ich einfach weiß, wo ich dran bin bei euch. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch alles, alles Liebe. Alles, alles Liebe. Ich sende euch einen dicken Kuss. Macht's gut, bis ganz bald. Ciao.